Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, in diesem Part, in diesem Part werden wir die erste Arena oder den ersten Arenenleiter besiegen oder versuchen zu besiegen. Hallo? Hey du, zukünftiger Champ, du bist hier, um Falk den Arenenleiter herauszufordern, dann bist du hier genau richtig, oder zumindest bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Trainingsstätte in dieser Stadt, den Knuffenserturm. Wenn ein Pokémon-Team dort kein Land sieht, ist das kein gutes Zeichen, dass du noch nicht reif für die Arena bist. Hahaha. Okay, das heißt jetzt, ich muss in den Knuffenserturm. Ach so, okay. Bei Kristall war das ganz anders. Egal. Ja, ich hoffe, die Grafik ist jetzt ein wenig besser. Ich habe mir den Emulator nochmal neu gedownloadet, wegen bestimmten Gründen, die mir aber jetzt nicht wissen braucht. Ja. Los. Und weiter geht's. Ja, Knuffenser. Ich glaube lieber Rasreier. Ich habe hier eine mega Schwäche gegen diese Pokémon, die hier drin sind. Weil die meisten Trainer hier haben bestimmt nur Knuffenser. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Also, ich hoffe, ihr hört den Sound nicht mehr so übel. Ich habe den leiser gestellt. Ein wenig Sound braucht man ja auch schon. Ich glaube, ihr dürftet den jetzt eigentlich nochmal hören. Naja, weiter geht's. Ein Pokéball, Paraheiler, cool. Und weiter nach links. Die Raserei setze ich mal ein. Langsam kriege ich ziemlich viel Damage. Oder auf Dauer erstmal. Besser gesagt. Ich glaube, ich setze mal schnell einen Trank rein. Trank. Müsste ausreichen erstmal. Und wir gehen hier hoch. Oh, ein Item. Oh. Gegen dich wollte ich auch gar nicht kämpfen. Oh, und wir sind schon auf dem obersten Stockwerk. Ging ja schnell. Und er hat einen Knuffenser, was eine Überraschung. Oha. Warum habe ich den so wenig? Mistviech. Jetzt hat mir das übel viel gehauen, scheiße. Bis ist gut, bis ist gut. Ja. Ich hoffe mal, bis zieht mehr. Ja, das tut es. Das war auch der richtige Zeitpunkt, in dem wir den gelernt haben. Und ich setze mal noch einen Trank ein, weil jetzt kommt, glaube ich, der Boss von den Typen. Oder der Opa. Oh, da oben ist schon Choir. Oder Choir. Ich nehme jetzt einfach Choir. Obwohl das Chor heißt auf Englisch, aber naja. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Pah.
Ein Moment, ich sitze ein Safe State. Ja. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich den einfeuchten Kerl nicht. Quire verwendet Fluchtsaal. Wow, er dreht sich und er ist auf einmal verschwunden. Ja, krass. Ich habe jetzt ein Safe State gesetzt, weil ich jetzt das zweite Mal aufnehme. Letztes Mal ist irgendwo das Game abgekratzt und dann konnte ich schon wieder von vorne anfangen. Darum könnte es sein, dass der Level sich ein wenig von meinem Minamo verschoben hat. Und ja, mit Biss geht's ab hier. Um Wachstum. Krasses Viech. Ein Hutthut. Oh. Annie. Habe ich ihn in Schlafpool? Habe ich irgendwie. Ah, shit. Muss ich darauf hoffen, dass ich aufwache, ne? Oh. Das ging ja schon ziemlich schnell. Und ja, wir haben den Opa besiegt. Der war auch eigentlich nicht so richtig schwer. Der war eigentlich richtig leid. Damit brauchst du dich nicht einmal vom Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist die TM namens Blitz. Juhu, TM Blitz. Ich hatte recht mit der TM. Naja, ich war mir nicht sicher. Und ja, jetzt nehmen. Ach, hier gibt's ja Pokémon. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und Ritzfratz im Kilofensaturm. Krass. Fluchtsaal. Ja, das werden wir jetzt auch benutzen. Ich habe keinen Bock, den Weg runter zu gammeln. Zu gehen, meine ich. Da. Flüchte. Mein Kanimani. Yeah, und wir sind wieder vorm Knopfhänserturm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Arena jetzt noch in diesem Part schaffe. Ich versuche es einfach mal. Und wenn ich auch nur bis zum Arenenleiter komme. Ich tue es einfach. Ich glaube, wenn ich jetzt die Uhr richtig lese oder jetzt richtig gerechnet habe, müssten wir noch 6 oder 7 Minuten sein. Und ich hoffe, wir schaffen das in 6 oder 7 Minuten. Und ja, jetzt werden wieder hochgeschossen. Oh, krass sah das aus. Na, eigentlich muss ich ja nicht gegen die Trainer kämpfen. Egal. Die wären eigentlich gutes Training. Ja, das tue ich. Dies ist eine Vogelarena. Krass. Die Pokémon von dem Marienleiter dürfen nicht allzu hoch sein. Auf jeden Fall nicht so hoch wie mein Minamo. Weil sonst wäre das schon richtig epic. Einmal Minamo ist episch. Das ist das epischste Pokémon, das ich kenne. Nein. Doch. Minamo ist Pro. Duck. Oh mein Gott. Juhu, Minamo in Level 15, Grimasse, nö. Oder, ich könnte sein, dass es jetzt ein Fehler wegen Raikou und so gewesen ist. Ah ne, Raikou, kann ich mir nicht holen. Wenn dann schon Suicune. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Auf dieser Edition. Wenn ich jetzt nicht richtig bin. Weil ich habe Gold und Silber nicht gespielt. Weil auf Kristall konnte man sich das fangen, weil es ja das Haupt-Pokémon da, Hauptlegendäre da ist, aber auf Gold und Silber bin ich mir da nicht sicher. Ja, wir lassen uns einfach mal von der Story überraschen. Nein, die Story ist fast die gleiche. Oh Scheiße, warum zieht das so wenig? Oh nee, Ruheort ist voll die Cheater-Attacke. Ich mag dich nicht. Oha. Ah. Ja, und damit haben wir auch schon den ersten Arenenleiter besiegt und wir haben die perfekte Zeit. Das hat jetzt irgendwie nur 2 Minuten oder so gedauert, aber naja. Alle Trainer besiegt, den Arenenleiter besiegt
und den Flügelohren erhalten. Cool. Wenn du besitzt des Flügelohren bist, gehorchen dir alle Pokémon mit Level bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit Zertrümmer reinsetzen. Und hier hast du noch die TM von mir. Ja, ich bin jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig dran gewöhnt, dass das hier jetzt alles Deutsch ist. Ich war an Chinesisch oder Japanisch oder was ich weiß, das für eine Sprache war bei Pokémon Black and White, der gewinnt. Und ja. Macht mir nichts aus, dass es Deutsch ist. Was kann ich jetzt noch in dem Park machen? Oh, ich werde angerufen. Halt, aber ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genau, das kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Supermarkt von der Viola City auf dich. Sei so gut und hol es ab, okay? Okay, das tue ich. Hier, Supermarkt. Das müsste der Kollege sein. Auf dich zu warten, bitte. Und zwar hätte er gern, dass du das Pokémon einnimmst. Trainierst, doch so. Okay, das tue ich. Ich weiß, welche Pokémon da drin ist, aber ich werde es nicht gebrauchen können, weil es ist Togepi und das ist kein Wasser-Pokémon. Ja, vielleicht hat uns unsere Mutter auch schon etwas gekauft. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Cool, super Trank sogar. Krass. Nein, hast du nicht. Gut, was kann ich denn jetzt noch schnell machen? Ach, da steht ja schon eine Frau. Hohoho, ho, ho, ich verstehe, Mr. Pokémon hat es also Pokémon dem Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an dich, an euch weiter. So war das also. Es ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst es das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Tue ich nicht. Stehen wir uns? Gut, dann gehabt euch wohl. Ja, ich werde jetzt das Video hier was ist das? Nee, Pokémon Trainer Schule ist scheiße. Ja, ich werde hier jetzt beenden und wir sehen uns zum nächsten Part. Tschüss.